Hallo meine Freunde, es gibt mal wieder ein paar News zu berichten zum Euro Truck Simulator 2 und den Nordic Horizon DLC. Ob das 2023 oder erst 2024 kommt, schreibt es mal in die Kommentare, aber vergesst nicht den Daumen. Heute geht es um die Assets und zwar Gebäude und ja, Hallen. Und die sind natürlich in Nordskandinavien doch sehr, sehr, naja, ich sag mal schon außergewöhnlich. Gerade mit den kräftigen Farben oder Häuser, die komplett wie hier aus Holz sind. Ja, das sieht man schon, weil man muss ja auch wirklich sagen, ein Unterschied, wenn man in Skandinavien ist oder irgendwo im Süden von Europa, merkt man dann schon. Und über 200 ja, Häuser und Fabriken und Assets wurden neu schon gebaut. Gerade diese Häuser mit diesem markanten Holz, Weiß und diesem Ockerrotton ist wirklich, ja, schon echt beeindruckend. Und hier sieht man auch schon mal alte Lagerhallen. Im Anschluss werden wir nochmal ein ganz kurzes Video angucken, hier auf der Seite von X. Da gucken wir uns das einfach mal an. Die Qualität ist jetzt nicht so berauschend, aber man sieht jetzt erstmal so ein bisschen in Bewegung und hier Hintergrund. Falls euch irgendwas auffällt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall und natürlich würde ich das jetzt lieber schon spielen, wie erstmal nächstes Jahr. Und man sieht da hinten ein LKW, aber nichts Besonderes. Ja, guckt mal rein, vielleicht fällt euch was auf. Die sind sogar beleuchtet. Gerade das mit der Innenbeleuchtung und der Spiegelung, ja, sieht man noch nicht so, dass jetzt ja dahinter irgendwas sein sollte. Also, dass da halt ja, Bürogebäude etc. sind. Ne? Aber vielleicht kommt das alles noch. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Kurzer Einblick. Finde ich immer wieder super. Und mal sehen, wenn es kommt. Ne? Mit diesen Worten würde ich mich verabschieden. Ich sage, haut rein, ihr seid die Besten. Bye, bye.